Guten Tag, hier ist Flugtomloch bzw. sein Realavatar Burkhard Tombub. Ich bin noch auf dem Buchcamp 2013 in Frankfurt am Main, direkt vor dem Tagungsgebäude bzw. vor der Organisationszentrale. Nebenan wird schon die Party vorbereitet, die das Ganze ein wenig abschließen soll. Das sieht man hier und hier. Und meine Session, wie es hier heißt, ging über den Cyberspace, der Avatar als Bibliothekar. Sehr viele Teilnehmer waren leider nicht vorhanden, 7 an der Zahl, weniger als bei manch vielen Lesungen in Second Life. Dennoch habe ich das sehr gern gemacht. Es gab hinterher auch noch Einzelgespräche und ich war auch in einer anderen Session Mr. Cloud und Lisa Local, zwei Buchhändlerinnen bzw. Content Manager. Da konnte ich auch noch ein wenig einbringen und möchte darüber, wenn möglich, auch noch einen Blog schreiben. Was ist mir subjektiv aus meiner Sicht aufgefallen? Emotional hatte ich ein wenig den Eindruck, es ist nicht so einfach, die Faszination der dritten Dimension, die kreativen Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die Spiegelneuronen, die Menschen fliegen, sich dort einzufühlen und einzufinden. Also diese Faszination, diesen Zauber wirklich gut rüberzubringen, weiß ich nicht, ob es mir gelungen ist. Natürlich fiel mir auch auf, dass ich als vollkommen unkommerzieller Mensch hier vielleicht nur halb richtig bin. Alle die Menschen hier sind mir, denke ich, sehr interessiert an Büchern, an Literatur. Es verbindet sich damit aber der absolut legitime Wunsch, wie man denn damit zugleich seinen Lebensunterhalt fristen kann oder zumindest Einnahmen und Gewinne erzielen kann. Das ist, wenn man die Literatur im Cyberspace, wenn man die weiter ausbaut und etabliert und kombiniert mit realen Möglichkeiten in der realen Welt, mit dem normalen Internet, da muss ein Umfeld geschaffen werden und dann wird man auch kommerzielle Modelle damit verbinden können oder direkt dort verwirklichen können. Nur diese Atmosphäre muss erst noch verstärkt werden. Es muss der Faktor Literatur und Bücher, egal in welcher Form, muss erst noch weiter verfestigt werden. Deswegen war ich hier auch nicht ganz verkehrt. Bin mir aber nicht sicher, ob ich diese Botschaften schon in richtiger Form gut vermitteln konnte. Werde das aber weiterhin versuchen. Eine sehr interessante, gute Veranstaltung mit vielen interessanten Menschen und interessanten Themen. Das auf jeden Fall. Das war der Realavatar Burkhard Tombub im Auftrag von Muftomloch. Alles Gute in allen Welten und see you.